Herzlich willkommen zu unserem neuesten Video vom Automagazin Tuning Blog, in dem wir die beeindruckenden Neuerungen der zweiten Generation des Porsche Taycan vorstellen. Der Taycan hat sich Anfang 2014 als Vorreiter im Bereich der Elektrosportlimousinen etabliert. Und mit der umfassenden Modernisierung Anfang 2024 setzt Porsche noch einen drauf. Das überarbeitete Design, die gesteigerte Leistung, die erweiterte Reichweite und die verbesserte Ladeperformance machen den Taycan zu einem noch attraktiveren Angebot für Elektroauto-Enthusiasten. Porsche hat die Taycan-Familie mit 3 neuen Modellen erweitert, wodurch nun insgesamt 16 verschiedene Versionen zur Auswahl stehen. Diese Vielfalt umfasst 3 Karosserievarianten, sowohl Allrad- als auch Heckantrieb, sowie unterschiedliche Leistungsstufen der Porsche E-Performance-Maschinen, die von 300 bis 760 Kilowatt reichen. Besonders hervorzuheben ist die Neuauflage des Taycan GTS, der an die erfolgreiche Gran Turismo Sportreihe von Porsche anknüpft. Zum ersten Mal ist die Einstiegssportlimousine nun auch mit Allradantrieb erhältlich, was die Modellauswahl breiter und vielseitiger macht als je zuvor. Frisch hinzugekommen sind die Taycan 4 Sportlimousine, die Neuauflage des Taycan GTS sowie der Taycan GTS Sport Turismo. Diese 3 neuen Modelle vervollständigen das Taycan-Portfolio und sind ab sofort bei Porsche-Händlern bestellbar, mit Auslieferungen ab Anfang 2025. Darüber hinaus bietet Porsche für alle Taycan-Modelle neue Exterieurfarben an. In der Kategorie Leggings ergänzen Schiefergrau Neo und Pale Blue Metallic das Farbspektrum, während Purple Sky Metallic nun zur Kategorie Dreams hinzugefügt wurde. Kevin Geek, Leiter der Baureihe bei Porsche, betont die Vielseitigkeit des neuen Taycan-Programms. Mit dem ausgesprochen weit gefächerten Taycan-Programm erfüllen wir unterschiedlichste Kundenwünsche und Mobilitätsbedürfnisse. Unsere 3 jüngsten Neuheiten zeigen beispielhaft die große Bandbreite. Bereits die erste Generation des Taycan GTS war das sportlich-emotionale Aushängeschild von Porsche, positioniert zwischen dem Taycan 4S und dem Taycan Turbo. Die Neuauflage setzt diese Tradition fort und erweitert das Angebot um die Taycan 4 Sportlimousine, die die hohe Effizienz des Einstiegsmodells mit dem überlegenen Handling des Allradantriebs kombiniert. Die neuen Taycan-Modelle überzeugen nicht nur durch ihr modernes Design, sondern auch durch erhebliche technische und ausstattungsbezogene Verbesserungen. Der Taycan hat sich gegenüber seinem Vorgänger in nahezu jeder Disziplin weiterentwickelt. Die Leistung wurde erhöht, die Reichweite erweitert, die Beschleunigung optimiert und die Ladezeiten wurden verkürzt und robuster gestaltet. Alle Taycan-Versionen sind nun mit einer umfangreicheren Serienausstattung und der neuesten Generation der Porsche Driver Experience ausgestattet, was das Fahrerlebnis weiter verbessert. Die gleichzeitige Steigerung von Performance und Effizienz beruht auf mehreren technischen Fortschritten. Ein weiterentwickelter Antriebsstrang mit einem neuen Hinterachsmotor, der bis zu 80 Kilowatt stärker ist als zuvor, sorgt für mehr Leistung bei allen Modellen. Zusätzlich wurden der Pulswechselrichter mit optimierter Software modifiziert, leistungsfähigere Batterien integriert und das Thermokonzept überarbeitet. Eine Wärmepumpe der nächsten Generation sowie eine angepasste Rekuperations- und Allradstrategie tragen ebenfalls zur verbesserten Performance bei. An DC-Ladesäulen mit 800 Volt kann nun mit bis zu 320 Kilowatt geladen werden, während die maximale Rekuperationsleistung bei hohen Geschwindigkeiten auf bis zu 400 Kilowatt gesteigert wurde. Der neue Taycan GTS ist als Sportlimousine und Sport Turismo erhältlich und setzt die Tradition der GTS-Modelle von Porsche fort. Die Abkürzung GTS, die für Gran Turismo Sport steht, erfreut sich seit dem Porsche 904 Carrera GTS von 1963 großer Beliebtheit bei Porsche-Fans. Der neue Taycan GTS besticht als sportlicher Alleskönner durch eine Overboost-Leistung von bis zu 515 Kilowatt bei Nutzung der Launch Control. Das sind 75 Kilowatt mehr als beim Vorgängermodell. Mit der Push-to-Pass-Funktion des serienmäßigen Sport-Chrono-Pakets lässt sich auf Knopfdruck eine zusätzliche Leistung von bis zu 70 Kilowatt für 10 Sekunden abrufen. Besonders sportlich ist die Push-to-Pass-Funktion beim Taycan GTS gestaltet, da bei niedrigen Geschwindigkeiten das Drehmoment auf Launch-Control-Niveau angehoben wird. Ähnlich wie beim Taycan Turbo GT wird der Boost durch einen Countdown-Timer im Kombi-Instrument angezeigt
und durch animierte Ringe im Tachometer visuell inszeniert. Die Taycan GTS Sportlimousine und der Taycan GTS Sport Turismo erreichen die Marke von 100 Stundenkilometern aus dem Stand in lediglich 3,3 Sekunden, was eine Verbesserung von 0,4 Sekunden im Vergleich zu den Vorgängermodellen bedeutet. Beim Sprint von 0 auf 200 Stundenkilometer benötigt die Sportlimousine nur 10,4 Sekunden. Das sind 1,6 Sekunden weniger als früher. Auch die Reichweite konnte um über 120 Kilometer erhöht werden und beträgt aktuell bis zu 628 Kilometer nach WLTP-Standard. Um der Emotionalität des GTS gerecht zu werden, erhielt das Modell ein markanteres Soundprofil, ähnlich dem des Taycan Turbo S. Diese akustische Besonderheit hebt den GTS von anderen Taycan-Modellen ab und sorgt für ein unverwechselbares Fahrerlebnis. Exterieur und Interieur sind ebenfalls eigenständig gestaltet. Typisch für einen GTS sind zahlreiche schwarze oder anthrazitgraue Details am Exterieur. Neu im Vergleich zum Vorgängermodell sind beim Taycan GTS die Sportdesign-Bug- und Heckunterteile mit hochglänzenden schwarzen Einlegern versehen. Auch an den Außenspiegeln findet sich Schwarz in Hochglanzoptik wieder. Die serienmäßigen Taycan Turbo S Aero-Design-Räder im Format 20 Zoll sowie die optionalen RS Spider-Design-Räder im Format 21 Zoll sind beim GTS exklusiv in Anthrazitgrau lackiert. Im Innenraum wurden viele Materialien von den Taycan Turbo GT-Modellen übernommen, um eine sportliche und hochwertige Atmosphäre zu schaffen. Die Taycan GTS-Modelle sind serienmäßig mit erweiterten Umfängen in sportlichem Racetex und schwarzen Glattlederelementen ausgestattet. Dazu gehören die adaptiven Sportsitze Plus mit elektrischer 18-facher Verstellung, das GT-Multifunktions-Sportlenkrad mit Modeschalter und Lenkradheizung sowie das Sport-Chrono-Paket, das die Push-to-Pass-Funktion und den Rundstreckenmodus umfasst. Auf Wunsch ist das GT-Multifunktions-Sportlenkrad in schwarzem Racetex verfügbar, das zwei Modeschalter sowie Pedals für die Push-to-Pass-Funktion und die Rekuperation beinhaltet. Das optionale Interieurpaket GTS ist nun neben Kaminrot auch in Schiefergrau Neo erhältlich. Im Kombi-Instrument, Powermeter und in der Startgrafik ist ein Taycan GTS-Schriftzug integriert. Das Bose Surround Sound System ist serienmäßig eingebaut und sorgt für ein erstklassiges Klangerlebnis. Das GTS-spezifische Fahrwerk und die optionale Hinterachslenkung sind besonders sportlich abgestimmt. Die adaptive Luftfederung inklusive Porsche Active Suspension Management, PASM, ist serienmäßig mit Porsche Torque Vectoring Plus, PTV Plus, kombiniert. Optional ist das aktive Fahrwerkregelsystem Porsche Active Ride mit GTS-spezifischer Abstimmung erhältlich, das in dynamischen Fahrsituationen durch eine optimale, für jedes Rad individuell angepasste Verteilung der Radlasten eine nahezu perfekte Verbindung zur Straße gewährleistet. In alltäglichen Fahrsituationen bietet Porsche Active Ride zudem gesteigerten Fahrkomfort. Kunden, die bisher die hohe Effizienz des Einstiegs-Taycan mit Allradantrieb bevorzugten, konnten diese Kombination bereits beim Cross Turismo finden. Jetzt bietet Porsche ein solches Derivat auch als Sportlimousine an. In Bezug auf die Leistung entspricht der neue Taycan 4 dem Taycan. Je nachdem, ob die serienmäßige Performance-Batterie oder die optionale Performance-Batterie Plus im Unterboden verbaut ist, ergibt sich eine Overboost-Leistung von bis zu 300 Kilowatt bzw. 320 Kilowatt bei Nutzung der Launch Control. Die Reichweite hängt naturgemäß vom Batterietyp ab. Mit der Performance-Batterie beträgt sie bis zu 559 Kilometer, während der Taycan 4 mit der Performance Plus Batterie bis zu 643 Kilometer nach WLTP erreicht. Damit sind beide Versionen die Reichweiten-Champions innerhalb der Allradmodelle und liegen nur jeweils etwa 35 Kilometer unter den Werten der entsprechenden heckgetriebenen Taycan-Modelle. Der Taycan 4 verfügt über jeweils eine E-Maschine an Vorder- und Hinterachse, was konzeptbedingt für mehr Fahrstabilität und bessere Traktion sorgt als beim heckgetriebenen Taycan. Dies zeigt sich auch in den Beschleunigungswerten. Der Taycan 4 benötigt für den Sprint von 0 auf 100 Stundenkilometer exakt 4,5 Sekunden und ist damit trotz 80 Kilogramm Mehrgewicht 0,2 Sekunden schneller als sein Modellbruder mit Heckantrieb. Im Laufe des Modellzyklus hat Porsche die Allradstrategie kontinuierlich verbessert, was auch dem neuen Taycan 4 zugutekommt. Bei diesen Optimierungen steht die Effizienz im Vordergrund
was bedeutet, dass die vordere E-Maschine immer dann elektrisch abgekoppelt wird, wenn Traktion, Fahrdynamik und Fahrstabilität dies erlauben. Bei Bedarf schaltet sie sich innerhalb von Millisekunden wieder ein, beispielsweise beim Beschleunigen oder Rekuperieren. Im Exterieur umfasst die umfangreiche Serienausstattung des Taycan 4 19 Zoll große Taycan Aero-Räder sowie schwarze Bremssättel und Matrix-LED-Hauptscheinwerfer. Zudem sind das Porsche Traction Management, PTM, und die adaptive Luftfederung mit Porsche Active Suspension Manage per ISM serienmäßig verbaut. Im Innenraum bietet der Taycan 4 Komfortsitze vorne mit elektrischer achtfacher Verstellung, eine schwarze Teillederausstattung, das Akzentpaket Dark Silver, ein Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Türeinstiegsblenden aus gebürstetem Aluminium in Silber sowie das Sound Package Plus. Die Teillederausstattung ist wahlweise auch in Schiefergrau sowie in einer Bicolor-Ausführung in Schwarz und Kalkbeige erhältlich. Mit den neuen Taycan-Modellen setzt Porsche erneut Maßstäbe im Bereich der Elektrosportwagen. Die zweite Generation des Taycan überzeugt durch eine beeindruckende Kombination aus Design, Leistung, Reichweite und technologischen Innovationen, die sowohl bestehende Fans als auch neue Kunden begeistern wird. Wenn dich diese Fakten ein wenig neugierig gemacht haben und einige deiner Fragen beantwortet wurden, lass gerne ein Abo da, um keine weiteren spannenden Updates und Videos von uns zu verpassen.